Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüsse Sie ganz herzlich zum heutigen Polit-Talk. Wir haben einen speziellen Polit-Talk heute Abend. Wir sind verrusst an der frischen Luft, zum Glück beim trockenen Wetter. Wir sind in Zürich und stehen kurz vor dem Marsch fürs Leben. Mein Gast heute ist der Herr Dr. Gerd Weissensee. Er ist Gründer von ProLife. Herr Weissensee, was ist ProLife? Können Sie uns das kurz vorstellen? Also ganz einfach, ProLife ist eine Krankenversicherungslösung, wo die Leute die Möglichkeit haben, auf die Abtreibung zu verzichten. Und das tun sie machen, wenn sie beitreten, mit einer Erklärung. Und was hat das für ein Ziel gehabt? Welche Idee hat sie darauf gebracht, so etwas zu gründen? Ich meine, heute ist ja das ganz normal im Durchschnittsvolk, dass man sagt, eine Überbevölkerung ist da, man muss Abtreibungen haben, das geht gar nicht mehr anders, oder Schicksal verhindern. Wieso kämpfen Sie gegen die Abtreibung? Ja, es ist erstmal ein christliches Motiv. Wir haben natürlich das fünfte Gebot, oder? Die Schweiz ist immer noch im Namen Gottes des Allmächtigen, so ist unsere Verfassung. Und das Zweite ist natürlich mit der Überbevölkerung, das ist für die Schweiz nicht gerade so das Richtige, weil wir haben nur noch 1,4 Kind pro Frau. Und um ein Nullwachstum zu haben, müsste man 2,1 Kind pro Frau haben, also als statistische Zahl. Wie viele Mitglieder hat dann die ProLife und was macht sie politische Aktivitäten? Gut, wir sind heute bei 53'000 Mitgliedern. In der gesamten Schweiz, wir ja auch im Tessin, in der Westschweiz und Deutschschweiz sowieso, sind wir vertreten. Mit praktisch jedem Kanton haben wir Agenten oder Niederlassungen. Politisch tun wir natürlich die Zielsetzungen, die wir haben, dass man die Abtreibung möglichst wieder abschafft. Weil das ist ein Problem. Jede zweite Frau wird krank, und zwar zum Teil dauernd krank. Und das ist ein Kostenfaktor auch für die Krankenkasse. Man rechnet damit, dass mindestens 10% der Kosten in eine indirekte oder sogar direkte Zusammenhang mit der Abtreibung stehen. Wir kommen ja dann noch im kurzen Podium, das wir machen, mit weiteren Teilnehmern dazu, auf Detailfragen vielleicht. Aber nochmal konkret, Ihre Aktivitäten politisch, wie gehen Sie vor? Was machen Sie? Mit welchen Mitteln kämpfen Sie? Sind Sie im Parlament vertreten oder in kantonaler Ebene aktiv? Also wir sind bewusst nicht mit einer bestimmten Partei verbunden. Wir haben in allen Parteien, man muss sagen, in allen konservativen, bürgerlichen und Parteien der Mitte, haben wir unsere Leute, die mit dem Gedanken, nein, ich bin auch aus einer Familie, ich habe auch Geschwister, die unterstützen uns bei entsprechenden Sachfragen. So läuft das eigentlich. Und wenn es da mal eine Abstimmung gibt, dann tun wir natürlich all diesen Gruppen und Organisationen helfen, dass die Meinung wirklich ans Volk kommt. Und Sie haben nicht im Sinn, irgendwie mit gewissen Vertreterinnen oder Vertretern selber aktiv zu werden im Parlament, vom Kanton oder vom Bund, national? Also der Plan besteht bis heute nicht, weil wir sie eigentlich recht gut vertreten. Wir haben gute Kontakte mit sowohl schwerpunktmäßig reformierten Parteien wie eine EVP, EDU oder auch mit der katholischen Seite, CVP, aber auch mit der FDP oder SVP haben wir Kontakte, die uns also die Dienste tun. Gerd Weissensee, haben Sie dann schon mal vor Abstimmungen Umfragen gemacht an Parlamentarier, wer wie denkt und wer sie dann vertreten tut, sodass sie aber gewisse Kontrolle haben, ob überhaupt sich einsetzt für das? Also wir haben bei den letzten Nationalratswahlen haben wir so eine Empfehlung rausgegeben, die haben wir aber selber nicht per Umfrage ermittelt, sondern die sind von einer befreundeten Organisation ermittelt worden. Einfach nach zwei, drei Sachfragen, die man dann aber auch in diesen Internetsystemen können nachschauen können, wer das genau ist persönlich. Erwartet Sie jetzt von dem Marsch fürs Leben, wo wir jetzt dann miteinander werden besuchen und gehen, erwartet Sie da einfach einen ruhigen Marsch oder gibt es irgendwie Unstimmigkeiten oder Opposition? Also ich glaube eigentlich, eine richtige Opposition gibt es nicht. Was es hier in Zürich natürlich hat, das ist ein spezielles Problem in Zürich, da sind Leute, die haben ein bisschen Spass dran, wenn für irgendetwas demonstriert wird, oder wenn, sagen wir mal, die Bauern für einen besseren Milchpreis eintreten, dann kommen die und sind dagegen. Wenn Leute etwas wegen der Abtreibung sagen, dann sind sie dagegen. Oft wissen sie nicht, warum sie es eigentlich machen. Das ist einfach der Plausch am kleinen Krieg spielen mit der Polizei. Also Sie haben jetzt keine Angst, hier in Zürich durch die Stadt zu laufen mit dem Anliegen und das laut und demonstrativ zu vertreten? Nein, überhaupt nicht. Also wir haben das ja schon mal gemacht, oder? Also und das ist auch das gute Recht, wenn Leute meinen, nur sollen sie dann nicht gerade mit Petarden oder mit Dreck um sich werfen, weil das muss ja nachher irgendeiner wegputzen, oder? Also Sie vertreten auch die Ansicht, freie Meinungsäußerung.
dann das muss vorhanden sein und auch noch möglich sein in so einer Stadt. In einem gewissen Rahmen sollte das machbar sein, ja. Sehr gut, danke vielmals. Ich freue mich, mit Ihnen den Marsch zu besuchen. Dann wollen wir gehen. Okay. Freut mich. Danke vielmals, ja. Gerd Weissensee. Du hast überhaupt nichts gemacht und bist einfach entstanden. Hast dir Zeit nicht ausgesucht, wo dein Leben hat angefangen. Nach dem Schöpfungsplan folgst du nur deinem Drang. Die Natur hat Weiche gesetzt, du jetzt bist unterwegs. Gott, Herr Schmid, mein Name ist Regula Frisknecht. Und was machen Sie da beim Marsch fürs Leben? Ich möchte Präsenz markieren für den Schutz vom ungeborenen Leben. Sie sind also gegen eine Abtreibung? Ich bin gegen eine Abtreibung, ja. Haben Sie selber Kinder, oder? Ja, wir haben zwei Kinder. Also geheiratet, zwei Kinder, eine ganz richtige konservative Familie und Einstellung? Also sagen wir eine klassische Familie und Einstellung, jawohl. Ja. Sind Sie dann auch noch Mitglied von einer Kirche, die Sie vertreten, oder? Nein, wir sind nicht Mitglied von einer Kirche, aber wir sind überzeugte Christen, ja. Sehr gut. Und ist Ihre Familie nicht da oder sind Sie alleine da? Mann und die eine Tochter ist da, der Sohn hat nicht können, weil er Sporttraining hat. Also sind das schon ältere Kinder, die Sie haben? Ja, 16 und 18. 16 und 18. Und teilen die Überzeugung, die Sie haben? Ja, die sind auch deren Überzeugung, ja. Super, merci vielmals. Ich habe gerade angefangen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Danke gleichfalls. Lange Warten braucht's, dass du dich noch kannst entwickeln. Doch bist du Ursache von Konflikt, Monate vor dem ersten Wickeln. Die Eltern Ärzte und Gewicht liegt bald, doch du triffst Gewicht. Zwischen Leben oder Tod, und du bist nur mit ihrer Not. Ich sing fürs Leben, singe mit. Für die, die selber noch nicht singen können, ich gebe dir die Stimme, denen, die noch keine haben. Ich singe alle mit, dass sie unsere Meinung hören können. Dass die ungeborenen Leben noch eine Chance haben. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir kommen jetzt gerade vom erlebnisreichen Marsch fürs Leben zurück. Ich habe vier Podiumsteilnehmer noch gefunden, wo ich mit ihnen eine interessante Diskussion für sie führen möchte. Ich habe zu meiner Rechten Frau Christa Leonhardt. Sie ist Koalition für die Familie. Im Detail können Sie das nachher gerne vorstellen. Es ist nämlich jeder, der heute da ist, irgendwo in einer Mission da, wo er sich engagiert. Der Herr Dr. Weissensee kennen Sie, das ist der Gründer von ProLife. Ich begrüße auch ihn einmal ganz herzlich am Podium. Und dann habe ich zu meiner Linken den Herrn Dr. Niklaus Zwicky. Sie sind HLI Schweiz, haben Sie mir gesagt. Das müssen Sie uns dann noch schnell erklären, was das heisst. Man sagt ja immer, ich bin im Club von den Abkürzungen, oder? Die muss man ausdeutschen, dass Zuschauerinnen und Zuschauer wissen, was das heisst. Dann haben wir noch hier den Herr Pfarrer Hans-Jürg Stückelberger. Er ist Präsident von Zukunft CH. Dann darf ich vielleicht mit den Damen anfangen, Frau Leonhardt. Sie sind in welcher Mission da? Ich bin hier, um die Familie zu verteidigen. Die Familie, die in sich gesund ist, wenn alle Kinder, wenn alle Eltern, wenn alle zufrieden und glücklich sind. Sehr gut. Und das ist eine Vereinigung, die Sie gegründet haben und Mitglieder hat und aktiv sind, oder? Ich bespreche hier für die Koalition für die Familie. Wir bemühen uns innerhalb der Gesellschaft, aber auch innerhalb des Parlaments, Erleichterungen und Möglichkeiten für Familien herbeizuführen. Ganz besonders natürlich auch in Richtung Steuern und Erleichterungen für Familien. Und wie viele Leute sind da dabei? Wir sind eine Gruppe von etwa 30 Nationalräten und von 7 bis 8 Organisationen. Bei der Gründung vertraten wir etwa 100.000 Schweizer. Also gerade ein kleines Gewicht, das Sie da können vertreten heute Abend. Das hoffe ich sehr. Schön. Gut, dann der Herr Dr. Niklaus Zwicky, HLI Schweiz. Ja, das müssen Sie jetzt uns schnell erklären, was das wirklich heisst. HLI, Human Life International. Das ist eine weltweite Organisation, die sich mit Lebensrechtsfragen auseinandersetzt. Die Abtreibung ist natürlich ein wichtiges Thema, aber auch die ganze Bioethik, nachher auch Ende vom Leben.
Es hat etwa 40 Länder, die nationale Sektionen haben. Und unsere Sektion gibt es etwa seit 20 Jahren. Wieso sind Sie legitimiert, die zu vertreten? Ist das von Berufes wegen, so wie ich glaube, spüre? Zum Teil, aber wir sind also nicht nur ein Arzt. Aber der Präsident hat mich angefragt, ob ich als Vorstandsmitglied würde mitmachen bei diesem Gespräch. Und Sie sind also Mediziner? Ja. Sehr gut, danke vielmals. Dann haben wir den Herr Pfarrer Hans-Jürg Stückelberger. Sie sind Präsident Zukunft CH. Was ist denn das noch für eine Organisation? Unglaublich, was es alles gibt. Ja, das kann man wohl sagen. Wir sehen in der Schweiz eine grosse geistige und geistliche Krise. Desorientierung, weil es keine festen Werte mehr gibt. Die Wertezerstörung hat katastrophale finanzielle Folgen, wo wir als Steuerzahler müssen dann nachher die Schäden wieder ausgleichen. Wir setzen uns dafür ein, für ein grosses Ziel, dass in der Schweiz das christliche Menschenbild, aus dem die Schweiz entstanden ist, wieder respektiert wird als Orientierung für das öffentliche Handeln und Gesetz machen. Und die Zukunft Schweiz, sind Sie da der einzige Pfarrer oder hat es da ganz viele Pfarrer noch dabei? Also im Vorstand ist nochmal ein Pfarrer, aber so viele andere Pfarrer sind wir nicht oder noch nicht. Aber wir haben auch erst vor 5 Jahren mit den Publikationen angefangen. Wir sind also eine junge Organisation. Aber leider ist die Unterstützung durch die Kirche, lässt noch zu wünschen übrig, wenn wir mal so sagen. Und Mitglieder etwa, die Anzahl? Wir sind rund 7'000 Leute, die uns aktiv unterstützen. Also. Und da hat es nicht mehr geistliche Leute drin? Ich habe nicht Kontrolle gemacht. Gut, aber das wäre ja ein Ziel eigentlich in dem Sinn. Ja, da haben wir noch einen Haufen Arbeit vor uns, das stimmt. Jawohl. Sehr gut, danke vielmals. Ja, dann darf ich vielleicht gerade mal mit der ersten Frage zu der Frau Leonhard gehen und sagen, man redet ja überall, wir haben eine Überbevölkerung auf dieser Welt und ihr alle da setzt euch gegen die Abtreibung ein. Könnt ihr mir das erklären? Wir haben im Moment noch eine Überbevölkerung. Die wird sich aber sehr schnell verändern. Wenn wir in die ganzen Statistiken hineinschauen, wenn wir die einzelnen Länder uns beschauen, dann sehen wir, wie stark die Bevölkerungen abnehmen. Und wenn es heute noch den Anschein hat, als wären wir so viele auf der Welt und als würden wir immer mehr, dann müssen wir uns daran orientieren, dass schon seit etwa 15 Jahren die Gesamtzahl der Bevölkerungs-, der einzelnen Menschen zurückgeht und nur das Trägheitsgesetz, was bedeutet, dass Leute älter werden dadurch, dass sie gesünder sind und dass dadurch mehr Menschen auf der Erde sind, heute noch bewirkt, dass wir zunehmen, total zunehmen, in Wirklichkeit aber nur, weil wir älter werden. Darf ich dazu etwas ergänzen? Ja, selbstverständlich. Ich möchte nachher dann noch zum Arzt kommen. Hat er dort noch eine Frage, die mich wundern im Zusammenhang zu Ihrer Aussage? Ich bin vor etwa 30 Jahren schon in Indien gewesen. Und dort hat Indien noch so 700-800 Millionen gehabt, heute sind es 1,3 Milliarden. Man hat früher behauptet, die Leute werden einfach schlicht verhungern, weil es zu wenig zu essen gibt. Also Überbevölkerung muss man definieren. Heute ist Indien trotz dieser Zunahme sehr viel weniger Hunger und es hat Zeiten gehabt, wo sie Reis exportiert haben. Also die Frage, von der, was ist Überbevölkerung, das müssen wir noch definieren. Was heisst das? Sie meinen, dass in den Regionen, wo wir Hunger haben, ist es eine reine Frage von der Organisation, wie die Nahrungsmittel verteilt wird und nicht eine Frage von der Menge, die auf dieser Welt ist? Verteilung von der Nahrungsmittel, die richtige Produktion. Aber die Welt hat noch einen Haufen Ressourcen, um noch mehr Leute ernähren. Wenn Sie in Russland sehen, die weiten Ebenen, das sind ja menschenleer. Zum Mediziner noch schnell. Eben die Abtreibung kategorisch nein. Wie ist denn das von Sicht aus der Medizin, wenn festgestellt wird, und da ist man heute auch sehr weit, dass Behinderungen vorhanden sind, eine Belastung nachher auch für die Familien entsteht, wenn ein Kind nicht ganz gesund ist. Wie stellen Sie sich zu dem als Mediziner? Darf ich noch ganz schnell etwas ergänzen? 1995 hat es eine Statistik gegeben, wonach 60% der Nahrungsmittel weltweit kaputt geht, bevor es zum Konsument kommt. Und mit diesen 60% könnte man ohne weiteres noch 2 bis 3 Milliarden ernähren. Jetzt zu eurer Frage. Ich bin kategorisch gegen Abtreibung. Ich bin aber
nicht gegen die Frauen, die abtreiben. Denen müssen wir helfen und haben wir viele Möglichkeiten. Warum bin ich gegen die Abtreibung? Das ist, weil ja nicht nur die Frau oder der Arzt und die Gesellschaft hier zur Diskussion stehen, sondern das ungeborene Kind, das sich ja gar nicht äussern kann. Aber genauso viele Menschen würde er hat, wie wir, wie jeder von uns, nicht mehr und nicht weniger. Er hat die Menschenwürdig, und zwar eine, die man nicht abstufen kann, das ist von Anfang an. Und darum kann ich mich nicht anmassen, über so ein Leben ein Urteil zu fällen, nämlich ein Todesurteil. Das würde ja heissen, eigentlich für Sie als Pfarrer, dass wir nicht entscheiden über Leben und Tod. Man muss das so nehmen, alles, wie es kommt und geschaffen worden ist. Die Grundfrage sehe ich darin, was ist der Mensch, oder? Es hat ein Journalist, kürzlich ein Theatermacher, am Fernsehen gesagt, das Leben ist absurd und niemand weiß, was es ist. Das stimmt für viele Leute heutzutage, aber wir sind Gottes Ebenbilder. Unser Leben ist sinnvoll, wir wissen, wer wir sind, wir sind Gottes Ebenbilder. Und die Würde, die Gott dem Menschen gegeben hat, das ist seine, die kommt von Gott, nicht die UNO oder irgendeine Menschenrechtsorganisation verleiht einem Menschen die Würde. Die ist Gott gegeben, die kann ich nicht wegnehmen. Die ist heilig. Darum kann ich nicht entscheiden, wer lebt und wer nicht. Wir haben ein geistig behindertes Kind. Das ist eine wunderbare Ergänzung zu unserer ganzen Familie. Sie lebt noch bei uns daheim und wir freuen uns an ihr. Schön, danke. Herr Dr. Weissensee, wir haben bei der Einleitung schon gesagt, dass es ja auch gewisse Probleme kann geben bei Menschen, und zwar Männer wie Frauen, die Abtreibungen haben. Sie haben zum Teil auch von den Kosten geredet, die Abtreibungen verursachen. Können Sie dazu vielleicht noch etwas sagen? Ich möchte auch noch zuerst eine kleine Ergänzung machen zu dem, was gerade gesagt worden ist von meinen drei Vorrednern. Also es ist vielleicht noch interessant zu wissen, es hat einen anglikanischen Pfarrer im 18. Jahrhundert in England, Malthus genannt. Und der hat eine Theorie entwickelt, ebenfalls, wann kommt die Überbevölkerung, er hat hauptsächlich England angeschaut und hat gesagt, ja, also wenn England denn mal 10 Millionen Einwohner hat, dann gibt es nur noch eine dauernde Hungersnot. Heute glaube ich habe es nicht genau nachgeschaut, aber ich glaube, es sind zwischen 50 und 60 Millionen. Also natürlich mit England ist gemeint Schottland und damals Irland und Wales natürlich dabei. Also nur, dass man es sieht, oder? Vorsicht mit der Stadt, mit solchen Statistiken. Ich darf vielleicht hier ein kleines Bonmot noch geben zu der Statistik. Das ist ähnlich, habe ich mal gehört, sagen, wie ein Bikini. Der zeigt Interessantes, aber verbirgt Wesentliches. Oder? Gut, jetzt zu Ihrer Frage. Wir haben tatsächlich, das ist heute ganz deutlich, ich bin einmal an einer Vorlesung im Inselspital, also Universitätsspital Bern. Und da hat eine amerikanische Beraterin für die Traumata und die Erkrankungen nach einer Abtreibung geredet. Und hat dort berichtet, was sie und wie sie die betreut, dass sie alles, die jungen Ärzte, Medizinstudenten und auch Kliniker und so weiter, sie dabei gewesen. Und haben das mit sehr großem Interesse nachgelassen. Und da gibt es eine riesen Literatur drüber, die wird ein bisschen ignoriert heute. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich die, dass wir bei uns das Positive sehen. ProLife hat 53'000 Mitglieder in der Schweiz und wir haben einen Schattensatz, ich glaube, das darf man hier mal sagen, der ist ein bisschen über 60%. Was ist der Schadensatz? Das ist die Differenz zwischen Prämien, die gezahlt werden, Kostenbeteiligung und so weiter und Kosten, die man ausgibt für Arzt, Arzneimedizin und so weiter, Kuren und so. Und das ist ein absoluter Rekord. Und woran liegt das? Das hat natürlich verschiedene Gründe. Erstmal die Folgekosten von der Abtreibung fallen weg. Denn man muss eins sehen, eine Abtreibung ist an sich billiger als eine Geburt. Das ist ganz klar. Aber wenn man die Kosten dazu nimmt, wenn man das Gesamte anschaut, dann ist es, sieht das Bild ganz schlecht aus. Also der erste Grund ist eigentlich, dass die Folgekosten wegfallen. Der nächste Grund ist, dass es meistens Familien sind, die mehr als Mitglied haben. Die haben auch sehr viele Kinder. Sie sind deshalb kinderfreundlich. Und was auch noch dazu kommt, eine Mutter, die zwei oder drei Kinder daheim hat, die wird fast nicht krank. Das ist nicht irgendwie ein Hohn über die Sache, aber das ist eine Erfahrung, wo die Krankenkasse fast alle macht. Und deswegen sind sie wir sind quasi in einem Konkurrenzkampf, die normalen Krankenkassen und die Krankenversicherungslösung von ProLife. Und die bedauert immer, wenn die gesunde Familie weggönnt von ihnen. Da müssen wir dann vielleicht nachher noch
für die Zuschauerinnen und Zuschauer sagen, wie wird man Pro-Life, wie kann man Pro-Life beitreten, das wäre noch etwas, was wir dann sagen müssen. Was mich jetzt noch wundern nimmt, auch von religiöser wie von medizinischer Seite her, wie ist das mit der psychischen Belastung? Ich meine, wenn man dann ein Kind hat, Sie haben jetzt gesagt, Sie hätten sehr viel Freude, ist es ein Bub oder ein Mädchen? Ein Mädchen, es ist übrigens nicht nur während der Schwangerschaft kann jemand behindert werden, sie ist durch frühkindliche Krankheit behindert worden. Das gibt es auch. Wir haben 5 Kinder, sie ist geborgen in unserer Familie, es ist ein ganz schönes Verhältnis. Ist denn das nicht für gewisse Familien auch eine Belastung? Die Familie Bückelberger nimmt jetzt das einfach so und hebt zusammen, aber es gibt ja sicher auch Belastungen für Familien, die das nicht verkraften. Das kann auf jeden Fall eine Belastung sein. Genauso wie wenn ein Kind nach der Geburt einen Unfall hat, tetraplegisch wird und so weiter. Das ist ganz unabhängig. Aber die Belastungen, da gibt es Lösungsansätze, es gibt Hilfsmöglichkeiten. Ich glaube, das könnt ihr bestätigen. Wir können die Leute unterstützen. Wir müssen sie unterstützen. Wir können nicht einfach sagen, das ist eine wie Sache. Das dürfen wir nicht. Das ist aber auch wieder mit Kosten verbunden natürlich. Da würden ja eigentlich die Gegner auch sagen, das kostet ja auch wieder Geld. Die Kosten müssen wir alle auch aufleisten. Also wäre nicht nur eine Geburt teuer, sondern eine Abtreibung billiger. Aber die Folgekosten, wenn man nicht abtreibt, die sind ja immens unter Umständen. Ja, also wenn wir schon bei diesen Kosten sind, wir reden ja von einem Post-Abortion-Syndrom. Das heisst, wenn eine Frau abtrieben hat oder auch wenn ein Vater einverstanden ist, abzutreiben, oder auch wenn der Arzt Abtreibung hat vorgenommen, der hinterlässt das in der Regel bis schwerwiegende psychische Störungen. Und das ist auch wieder teuer. Aber ich glaube, man kann das nicht alles jetzt einfach vom Portemonnaie aus sehen, sondern man muss den immensen Schaden anschauen, den so Frauen nachher mitbekommen. Auch gesellschaftliche Schäden. Es ist nachgewiesen worden, als Name nur die Frau Dr. Simon von Würzburg nennen, die hat festgestellt, dass über 50% von den Eltern von abtriebenen Kindern irgendwann in der Regel sehr rasch auseinandergehen. Und wenn ich vielleicht noch etwas darf sagen, was mir ein reformierter Pfarrer erzählt hat, der ist zu einer etwa 86-jährigen Frau gerufen worden. Und zwar hat der Dorfarzt gesagt, los, das war natürlich per Du im Dorf, die Frau sollte eigentlich schon lange gestorben sein, die ist ja so krank, vielleicht kannst du noch etwas mit ihr machen. Und er ist an das Krankenbett gegangen, die haben am Nachmittag zusammen geredet und am Schluss fragt der Pfarrer, dir, der hat doch sicher auch Kinder. Ja. 12, das 13. habe ich abgetrieben. Und in diesem Moment war sie gelöst, entspannt und ist friedlich gestorben. Und der reformierte Pfarrer hat mir gesagt, so stelle er sich eigentlich eine Beicht vor. Danke. Ja, ich möchte noch Frau Leonhard, Christa Leonhard fragen, als Zukunft Familie, tut Ihre Organisation dann auch in so schwerwiegenden Fällen, wo Familie belastet ist, helfen oder tun Sie euch nur politisch einsetzen? Wir haben eine zweite Organisation und in dieser helfen wir, haben wir einen Fonds für Behinderte, für auch Familien in Not, wo wir immer wieder auch solche Familien unterstützen, durch Beratung, aber auch durch finanzielle Hilfen, die allerdings nicht allzu groß sind, aber doch im Moment zielgerichtet oft viel Gutes tun. Ich darf hier Konrad Clément zitieren von der SOS Futur Mère, der sagte, oft kann man mit 50 oder 100 Franken ein Leben retten. Und wenn man das in dieser Situation hinbekommt, ist man ungeheuer glücklich. Es werden ja am Schluss dann noch alle Organisationen auch genannt, dass Zuschauerinnen und Zuschauer schauen können, wie kann man beitreten diesen einzelnen Organisationen. Ich möchte aber jetzt gleich noch jedem Podiumsteilnehmer die Möglichkeit geben von einem Schlusswort, wo sie können sechs gegen die Abtreibung oder sechs für ihre Organisation noch eine Botschaft überbringen. Ich darf einmal vielleicht anfangen bei Ihnen.
im Zweifel für das Leben. Und zwar am Anfang und am Schluss vom Leben. Danke vielmals, Herr Zwicki. Herr Stückelberger? Noch etwas zu den Kosten von Behinderten. Wenn wir weltweit schauen, welche Länder sind reich und frei, so sind das die christlichen Länder, die aus dem christlichen Menschenbild entstanden sind. Und die sind in der Lage, das zu schaffen. Und aus dem Grund ist das die Frage der Kosten. Das christliche Menschenbild ist nicht nur die Quelle von Frieden mit Gott, es ist auch die Quelle vom Reichtum eines Staates. Danke vielmals. Also Zukunft, CH. Ja. Und jetzt Koalition zur Familie. Für die Familie. Wir möchten gerne, dass jeder versteht, wie wichtig es ist, dass beide Eltern ihre Familie pflegen, dass die Mütter die Gelegenheit haben, mit ihren Kindern zusammen verbunden, sie ins Leben zu geleiten. Wenn man davon spricht, dass die Eltern die Abschussrampe für die Kinder ins Leben sind, dann sehen wir Eltern, wie wichtig es ist, dass wir für die Kinder da sind und dass wir diese Kinder hochschätzen, uns an ihnen freuen und wissen, wie viel Glück wir ihnen verdanken. Danke vielmals. Das Schlusswort hat ProLife, Herr Dr. Gerd Weissensee. Also ich möchte da vielleicht noch ein paar Ergänzungen machen vorher zu dem, was angetönt worden ist. Wir machen natürlich sehr viel für die Frauen, für die Mütter. Also wir zahlen jedes Jahr, die letzten paar Jahre war es immer gleich, fast 2 Millionen Franken für Geburten, für so Sachen, die ich selber erlebt habe. Ich habe 3 Kinder und alle haben Zahnspangen bekommen. Und es war quasi so, als wenn wir nochmal einen extra Mietzins hätten müssen zahlen. Das ist nämlich nicht gerade billig. Und wir haben gesagt, das geht doch an eine Familie auch so. Hier haben meine Kinder nicht mehr profitiert von dem. Die sind dann schon ein bisschen grösser gewesen und die Zähne dumm. Aber jetzt haben wir einen ganz großen Teil von diesen 2 Millionen geht an Familie. Ohne dass sie irgendwie eine Versicherung müssen haben. Das ist einfach eine Dienstleistung, ein Service von ProLife als solches, dass wir ihnen die 90% zahlen wir ihnen an die Zahnstellungskorrekturen. Außerdem tun wir auch noch, weil das sind die kleinen Kosten, 150, 200 Franken, irgendwelche Zahnprobleme, die auftreten und die kommen ja immer überraschend dann die kleinen Sachen und können das Haushaltsbudget natürlich auch auf den Kopf fallen lassen und da zahlen wir ebenfalls einen Anteil, einen wesentlichen Anteil dran. Also das ist mal zu den Zahlen noch. Ich möchte aber sagen, ich kann mich da sehr gut auch Herrn Dr. Zwicki anschließen. Wir treten ein fürs Leben, auch am Anfang und auch am Ende. Wir sind also auch gegen Euthanasie. Wir haben auch das entsprechend publiziert. Und wir wollen schauen, dass die Abtreibung aus dem Obligatorium von der Krankenversicherung raus muss, damit nicht jeder das muss mitzahlen muss. Deswegen haben wir auch die Initiative, die nicht von uns gekommen ist, Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache. Oder wenn das sein muss, dann sollen die Leute das bitte selber zahlen und nicht der Allgemeinheit anhängen. Eine ganz kurze Schlussfrage noch, jetzt nach dem, was Sie gesagt haben, was ja die Versicherung ProLife, es gibt ja einen Verein ProLife, es gibt eine Versicherung ProLife, was die alles bietet. Wer kann dort überall sich versichern lassen? Alle? Also wir haben nicht den Status von einer Versicherung, das muss ich gerade deutlich sagen, weil sonst würden wir nämlich im Krankenversicherungsgesetz unterstehen und müssten auch Abtreibung mitzahlen. Das ist extra eine separate Lösung. Wir können sagen, es ist ähnlich wie, wir kaufen alle Dienstleistungen dazu, außer diese eine. Der Verein kauft die Dienstleistungen zu und dort macht ihr Sonderzahlungen noch machen. Ja. Es kann aber jedem den Verein beitreten und profitiert nachher von diesen Sonderleistungen. Ja. Und dadurch, dass wir mit einer verschiedenen Krankenkasse zusammenarbeiten, haben sie auch ein Obligatorium erfüllt. Also das ist eine ganz normale Versicherung, denn Krankenversicherung. Aber wir sind keine Krankenkasse, keine Krankenversicherung, keine Versicherungsgesellschaft, auch was die Zusatzversicherung angeht. Wir sind ein Intermediär, könnte man sagen, jetzt fachlich ausgedrückt. Oder? Danke vielmals. Die Sendezeit ist leider schon um. Es war sehr interessant, kurz. Es gäbe sicher noch viel zu diskutieren und zu sagen. Was wir werden machen, ist sicher einblenden, Ihre Organisation. Gehen wir davon aus, dass Sie auch Postcheck- oder Bankkontoverbindung haben. Das kostet ja. Da können Zuschauerinnen und Zuschauer nachher auch beitreten oder spenden. Ich von meiner Seite, Schweiz 5, danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie ins Studio gekommen sind und vor allem, dass Sie auch während dem Marsch mich begleitet haben. Danke vielmals und einen guten Abend.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ein interessantes Thema. Wir werden sicher wieder davon berichten. Wir werden auch die einzelnen Organisationen vielleicht im Detail noch näher vorstellen und danke Ihnen, dass Sie dabei gewesen sind.